dass es den Trade des Tages gibt. Damit erzähle ich Ihnen wahrscheinlich schon nichts Neues, dass der Markt fällt. Wahrscheinlich auch nicht. Aber interessant ist einerseits, dass es einen kleinen Unterschied gibt zwischen Amerika und Japan bzw. Hongkong und Europa. Der DAX, der fällt wie ein Stein. Und wenn ich mir den Hongkong-Kurs angucke, der ebenfalls, jetzt kann ich mir vorstellen, naja, Hongkong ist nicht so sehr auf Ihrem Speiseplan. Trotz alledem sollten Sie diesen Markt mal im Hinterkopf behalten und sei es als Indikation für das, was der Markt machen wird. Aber wie passt das zusammen mit den anderen beiden? Naja, der S&P 500, der Marktbreite-Index aus Amerika, der war noch relativ stark unterwegs. Der hat also noch nicht so wirklich viel Schwäche gezeigt in den letzten Stunden oder Tagen zumindest. Mal ging es da doch sehr, sehr wackelig hin und her. Und das zeigt eigentlich, dass da noch nicht so richtig der Druck nach unten da ist. Das könnte sich jetzt nun ändern, denn der Markt zumindest mal in Europa deutet ja nun auf ein wirklich, naja, wie am Faden gezogen, die Linie da nach unten hin. Wenn Sie eine Analogie suchen, dann gucken Sie mal den Euro an, gucken Sie mal Crude Oil an, dann gucken Sie mal Gold oder Öl an, die gemessen, Gold oder Silber an natürlich, die gemessen am US-Dollar, die waren ja doch deutlich unterwegs in den letzten Tagen. Wir haben für heute Trade des Tages Eurostoxx uns rausgesucht. Ein Titel, der durchaus spannend ist, weil er zusammenführt, was zusammen, naja, gehören soll. Zumindest sagt die Politik das, also Europa vereint. Und dementsprechend für uns auch durchaus mal ein Blick wert. Aktuell liegen wir damit gar nicht so schlecht, glaube ich. Gucken Sie sich das Ganze mal an. Vielleicht können Sie da das eine oder andere von umsetzen oder aber für sich noch gewinnen. Ich drücke Ihnen dabei auf jeden Fall die Daumen. So, Sie merken es vielleicht. Vielleicht sehen Sie es ja meine Brille. Aber es regnet hier. Die Leute mit Schirm unterwegs. Ich bin der Einzige, der jetzt hier gerade noch so dasteht. Naja, so viele Leute sind gar nicht unterwegs. Aber ich drehe mich mal einmal im Kreis, dass man so ein bisschen sehen kann, wie es woanders aussieht. Also, deshalb ziehe ich mich jetzt zurück. Ich will nämlich gleich wieder an den Handelsplatz. Amerika droht spannend zu werden heute. Deshalb mein Tipp, gucken Sie sich den Trade des Tages an und dann sehen wir uns nachher in den Märkten. Für Sie alles Gute, bis zum nächsten Mal.